Heimische Bienen versorgen uns Menschen seit langem mit wertvollen Elementen aus dem Bienenstock, dem Honig, Wachs und Gelée Royal. Noch viel wertvoller ist ihre Bestäubungsleistung. Unermüdlich sorgen die Sammelbienen für die Bestäubung unserer Wild- und Nutzpflanzen. Die Biene fördert dadurch die Artenvielfalt in der Natur. Und dank dieser Kupplerdienste können wir Menschen gesundes Obst und Gemüse ernten. Doch die Biene ist in Gefahr. Sie stirbt. Hauptfeind der Honigbiene ist die eingeschleppte Varroamilbe. Ein Parasit, der als Blutsauger und Virenüberträger den Immen massiv zusetzt. Auf der ganzen Welt, außer in Deutschland, rücken Imker mit Oxalsäure der Varroa zu Leibe. Durch Wärmeeinwirkung wird dieser auch als Kleesäure bezeichnete Stoff zur Verdampfung gebracht. Für Bienen das gesündeste und sicherste Verfahren zur Befreiung von der Varroamilbe. Statt harter Chemie wird hier Kleesäure verwendet, die in vielen unserer Lebensmittel natürlich vorkommt. Deutschland dagegen ist das einzige Land der Welt, in dem das Verdampfen von Oxalsäure verboten ist und bestraft wird. Politik und Interessenverbände verhindern hier diese kostengünstige und bienengenehme Anwendung. Jedes Jahr sterben in Deutschland 300.000 Bienenvölker, das sind 3 Milliarden Einzelbienen, allein durch die Varroamilbe. Und der Gesetzgeber verhindert durch interessengelenkte Gesetze den Einsatz der Kleesäure in Deutschland. In keinem Land Europas sterben so viele Bienen wie bei uns. Schuld ist das Verdampfungsverbot für Oxalsäure, das es nur in Deutschland gibt. Beenden wir diesen Irrsinn, retten wir 3 Milliarden Bienen jährlich, schaffen wir diese mörderische Gesetzeslage ab. Für die Bienen und für die Artenvielfalt.